Meine Damen und Herren, grenzenlos im Norden, 20 Jahre Mauerfall. Diese Woche beginnen wir mit dieser Rubrik und wir starten mit einer Geschichte zweier Frauen, zweier Freundinnen. Die eine lebte im Osten, die andere kam aus Italien. Den beiden Frauen gelingt eine lebensgefährliche Flucht aus der DDR in den Westen. Es ist die Geschichte dieser Flucht, aber auch die Geschichte eines Wiedersehens zu einem Zeitpunkt, an den niemand mehr geglaubt hätte. Aber beginnen wir am Tag der Flucht. Grenzübergang Helmstedt, 5. September 1985. Es ist früher Morgen. Ein Auto nähert sich dem Kontrollpunkt. Darin eine Italienerin und ein Amerikaner, die aus der DDR ausreisen. Was niemand ahnt, an Bord ist noch eine dritte Person. Ich war praktisch zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraum, dort, wo sich normalerweise der Tank befindet. Der Tank war rausgebaut und ich hatte einen 5-Liter-Kanister in der Hand. Ich war praktisch dort zusammengerollt und eingeschraubt in diesem Raum anstelle des Tanks vom Gewicht her. Simona Kruse wächst in den 60er Jahren im kleinen Dorf Lockstedt Oebisfelde auf. Wenige Meter hinter ihrem Elternhaus beginnt der Todesstreifen. Bis heute Erinnerungen an eine Kindheit im Schatten der Grenze. Also genau, wo ich jetzt hier lang gehe, dort war der Zaun mit Selbstschussanlage. Es waren Türme hier hinter der Aller. Dort, wo das Rapsfeld dort anfängt, dort war schon die Bundesrepublik Deutschland der Westen. Um ihren Wohnort zu verlassen, braucht Simona einen Passierschein. Denn die Grenze ist Sperrzone. Wenn Freunde zu Besuch kommen wollen, muss das Wochen vorher bei der Volkspolizei beantragt werden. Mein Freund wohnte 2 Orte weiter. Wir waren sogar verlobt und er durfte hier nicht herkommen. Ich musste einen Passierschein beantragen, wenn er zu meinem Geburtstag mich besuchen wollte. Wenn wir uns getroffen haben, musste ich 200 Meter aus dem Ort rausgehen. Und das ganze Dorf wusste, oh, jetzt trifft sie sich wieder mit ihrem Freund. Trotz sehr guter Noten darf sie kein Abitur machen und studieren. Immer wieder versucht Simona, einen Job zu bekommen, durch den sie ins Ausland reisen darf. Vergeblich. Stattdessen wird sie Kellnerin in einem Hotel, gerade mal 30 Kilometer von zu Hause entfernt. Das war für mich so ein Punkt, das ist jetzt das Ende. Also ich muss jetzt bis zur Rente hier als Kellner im Roland arbeiten. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Das kann doch nicht alles gewesen sein im Leben. Und dann habe ich Stella kennengelernt. Stella Fabiano kommt 1985 in die DDR. Die Italienerin soll für ein halbes Jahr als Dolmetscherin beim Aufbau einer Fabrik helfen. Die beiden jungen Frauen freunden sich an. Simona schmuggelt die Italienerin sogar ins Sperrgebiet, zeigt Stella ihr Leben an der Grenze. Stella war für mich eine sehr selbstbewusste Frau, die im gleichen Alter wie ich war und viel freier natürlich entscheiden konnte, was sie tut, wohin sie geht. Da habe ich drüber nachgedacht, warum kann ich das nicht? Warum ist es hier nicht möglich? Das kann kein gutes System sein, wenn man das nicht machen kann. Simona fasst den Entschluss zu fliehen und Stella will ihr helfen. Am frühen Morgen des 5. September ist es soweit. Simona trifft sich mit Stella und einem amerikanischen Freund auf einem Waldweg und versteckt sich im Wagen. 15 Minuten sind es bis zur Grenze. 4 Kontrollen bis in die Freiheit. Beim ersten Stop habe ich überhaupt gar nichts bemerkt. Ich habe nur gemerkt, das Auto hielt. Und ich wusste, ich musste jetzt ganz, ganz ruhig sein. Beim zweiten Stop, der dauerte etwas länger, weil die Passkontrolle dort vorgenommen wurde. Und beim dritten Stop hielt das Auto viel länger. Die haben die Rückbank rausgenommen und ich war genau dazwischen und habe natürlich Angstzustände gekriegt, weil ich gedacht habe, jetzt entdecken sie mich. Diese Geschichte erzählt sie uns heute. Hier ist Simona Kruse. Schön, dass Sie da sind.
So ähnlich hat das Auto damals ausgesehen. Also wir alle kennen ja, wenn man da mal reinguckt, die Rückbank, die wurde jetzt in dem Moment, wo Sie gerade beschrieben haben, ausgebaut. Und da saßen Sie quasi dahinter in diesem Tank. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Also in meinem Kopf ging eigentlich nur noch hervor, wenn Sie mich jetzt entdecken. Also Sie konnten mich nicht sehen, aber ich konnte alles hören und der Tank war nicht da und irgendwie konnte es entdeckt werden. Und es wurde auch der Kofferraum geöffnet, das Gepäck wurde ausgeräumt. Wir können aber gerade nach hinten gehen. Das ist nämlich, man kann von dem Kofferraum, vielleicht können Sie am Tankdeckel stehen bleiben, dann teilen wir uns so auf. Hier kann man, wenn man da reinguckt, sieht man ja auch den Tank, so ähnlich hat das ausgesehen. In diesem Tank? Der Tank war raus. Also, und ich war anstelle des Tanks mit einem 10-Liter-Kanister anstelle. Und die, den 10-Liter-Kanister mit Benzin hatten Sie in der Hand? Hatte ich in der Hand. Ich lag praktisch zwischen Rückbank und Kofferraum, eingeschraubt mit dem Tank. Mhm. Und so haben wir die Grenze überquert und ich konnte alles, was dort passierte, hören. Als die Rückbank dann rausgenommen wurde, habe ich natürlich die Panik gekriegt und gedacht, jetzt werd ich gefunden. Mhm. Um noch mal ein Größenverhältnis zu kriegen, wir haben dort hinten ein Aquarium aufgebaut mit dem gleichen Volumen. Also da, wie haben Sie da reingepasst? Sie müssen sich ja quasi gefaltet haben. Also ich war wirklich, also es war eigentlich Millimeterarbeit. Wir haben das vorher nicht gemessen, aber als ich dann dort drin war, wurde das zugeschraubt und das hat genau fast auf den Millimeter gepasst. Und ich habe ja glücklich die Grenze überquert und wir wurden nicht entdeckt, Gott sei Dank. Sie haben ja vorhin von diesen 4 Stops erzählt. Genau. Wann wussten Sie, wir sind drüber, wir haben es geschafft? Also als das Auto beim 3. Stop, als die Rückbank wieder reingelegt wurde, der Kofferraum runterging, das konnte ich ja alles hören, und das Auto wieder startete und es weiterging, da wusste ich, also die 3 Stops in der DDR haben wir geschafft und wir sind also beim 4. Stop, ist es die Bundesrepublik. Und ja, da wusste ich, ich habe es geschafft. War bestimmt unglaublich, ne? Ja. Nach 23 Jahren kommt das alles wieder hoch. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie waren dort eingeschraubt, also es war zugeschraubt. Das heißt, irgendwann war es dann soweit, waren Sie quasi drüben im Westen angekommen und man hat Sie da rausgelassen. An was haben Sie da noch Erinnerungen so an dieses erste, da wieder raussteigen aus dem Auto? Also der Tank von dem Auto lag ja im Wald im Westen. Und wir haben dort auch angehalten und dort wurde diese Wand zum Tank aufgeschraubt. Mhm. Und ich konnte raus und ich bin erstmal zusammengebrochen, weil mir die Beine eingeschlafen sind durch diese Haltung, die ich einnehmen musste in dem Tank. Und ja, der Bat hat mich dann auf die Rückbank getragen und mich dort ins Auto reingelegt. Der Tank wurde erstmal nur in den Kofferraum gelegt und wir sind dann weitergefahren und haben dann in Braunschweig, das Auto wurde wieder umgebaut und im Wald, vielleicht hört sich das auch blöd an, also es war irgendwie so ein, das Gefühl nach Freiheit. Die Straßen, die weißen Markierungen an den Seiten der Straßen, das war in der DDR nicht so. Das war alles grau und das Grüne war grüner, das Weiße war weißer. Also eine unglaubliche Fluchtgeschichte. Jetzt haben wir auch eine doppelte Geschichte, denn nach 23 Jahren ist es auch ein Wiedersehen mit Stella. Warum haben Sie sich nach dieser Flucht aus den Augen verloren? Also nach der Flucht, wir haben, Stella ist dann wieder zurück nach Italien gegangen. Wir hatten dann noch Kontakt und danach hat Stella ihren Wohnsitz gewechselt und ich bin zur See gefahren, ich bin in Amerika gewesen, ich habe meine Freiheit in vollen Zügen genossen und wir haben uns leider aus den Augen verloren und irgendwann war ich dann in Italien und habe versucht, sie zu finden. Ich wusste, sie wohnt in Mailand und habe in Mailand mir das Telefonbuch genommen und habe geschaut. Es gab so viele Fabianos, ich sprach kein Italienisch, also für mich war es sehr schwer, sie wiederzufinden. Mhm. Wir haben quasi gewusst, dass Sie, oder Sie haben uns auch geschrieben, kommen Sie einfach mit rüber, wir gehen mal an den Tisch, dass die Suche nach Stella etwas schwierig war. Sie haben es gerade gehört, also Sie dürfen sich auf den Stuhl gleich setzen. Und es ist uns gelungen, Stella wiederzufinden und deswegen möchten wir Sie gleich an den Tisch mitbitten. Hier ist Stella Fabiano. Schön, dass Sie da sind.
Also das erste Wiedersehen liegt schon ein bisschen zurück. Jetzt haben Sie sich quasi zum zweiten Mal richtig, glaube ich, wiedergesehen. Ja. Sagen Sie uns noch mal, wir haben jetzt diese unfassbare Fluchtgeschichte gehört. Mhm. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man danach sich so trennt und verschiedene Lebenswege geht. Haben Sie da eine Erklärung? Ja, eigentlich haben wir nicht, haben wir uns nicht so bald aus den Augen verloren, aber sie ist dann mit den Kreuzfahrten immer unterwegs gewesen. Ich habe eben dann meinen Wohnsitz gewechselt. Ich bin dann in die Toskana gezogen. Also ein paar Mal habe ich in Mailand meinen Wohnsitz gewechselt. Es gab ja damals keine Handys. Mhm. Also es war ja also eigentlich fast ein Zufall. Es ist, ich wusste jedoch schon, dass sie mich irgendwann suchen wird und finden wird. Also ich habe mir das schon erwartet. Also ein freudiger Anruf, dass Sie gehört haben. Ja, das auf jeden Fall. Das ist doch schön. Jetzt haben Sie damals ja wirklich ein unglaubliches Risiko auf sich genommen. Aus heutiger Sicht, warum haben Sie das gemacht? Sie haben sich, glaube ich, gerade mal ein gutes halbes Jahr gekannt. Ja, nicht einmal ein halbes Jahr. Aber ich glaube, es hat alles dann angefangen, als Simona mich zu ihrem Elternhaus fuhr. Ich bin auch dort ziemlich, also ganz heimlich hingekommen. Das heißt, sie hat mich in ihrem Trabant versteckt, im Kofferraum. Also ich bin auch. Ja, und als wir da waren, sind wir hinterm Haus gegangen und da hat sie mir das Horizont gezeigt. Und da habe ich eben einen Zaun gesehen, ein riesengroßes Feld und dann zwei Türme und dann wieder ein Zaun. Und da sagt sie, siehst du, über den zweiten Zaun, dort ist das West, dort ist der Westen. Und etwas weiter ist ein Dorf, wo meine Verwandte wohnen, mein Onkel, meine Tante. Und die dürfen wir nicht besuchen. Und sie dürfen uns nicht besuchen, weil sie eben so nahe an der Grenze wohnte. Und ich möchte dorthin, hat sie also den Wunsch dort zum ersten Mal ausgesprochen. Und ich hatte sie dann damals auch gewarnt. Also ich sagte ihr, ja, es ist drüben nicht so leicht und nicht immer so schön, wie es scheinen könnte. Du wirst ja sicher irgendwann auch große, große Schwierigkeiten haben. Du hast dann übrigens niemand, der dir helfen kann, im Fall du Hilfe brauchst. Und ja, sie hat zugesagt, aber trotzdem. Aber Sie haben ja auch Ihr Leben riskiert oder Ihre Freiheit. Ja. Also wenn Sie aufgeflogen wären, wären Sie mindestens ins Gefängnis gekommen. Ja, das auf jeden Fall. Aber wir haben das gleiche Alter. Ich habe mich wahrscheinlich in Sie identifiziert. Mhm. Und ich glaube, also in meinem Leben, wenn ich jetzt zurückschaue, habe ich immer eigentlich dieses Freiheitsstreben gehabt. Und das hat natürlich viel mitgespielt. Also wenn man so eine Grenze sieht und man weiß, es ist verboten, die Grenze zu überschreiten, ohne dass man wirklich einen wahren logischen Grund hat, dann denke ich schon, dass man die Kraft finden soll, um diese Grenze zu überqueren. Wir haben hier einen ganzen Stapel Papier auf dem Tisch liegen, das auch beweist, dass die Stasi nach ihrer Flucht rauskriegen wollte, unbedingt, wie das gelaufen ist. Sie kamen erst lange nicht drauf, dass sie in diesem Auto, in diesem Tank gesessen sind. Sie haben, glaube ich, noch ihre Mutter versucht, in den Westen zu schicken, um sie wieder zurückzuholen. Sie mussten sich quasi auch von dieser Familie ja trennen oder zumindest wussten sie ja nicht wieder, ob die Mauer irgendwie tatsächlich fällt, was ja nun vor 20 Jahren der Fall war. Es war ja ein Abschied eigentlich auf immer für ein Leben in Freiheit. Heute zurückblickend, war es das wert? Ja, auf alle Fälle. Ich würde es immer wieder tun. Die Freiheit ist, was viele vielleicht schon vergessen haben, also was man überhaupt gar nicht beschreiben kann. Freiheit ist unbezahlbar. Mhm.
Also Sie würden es immer wieder tun. Ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Wir hoffen, dass Sie sich jetzt nicht mehr aus den Augen verlieren, dass Sie für immer die Adressen austauschen. Sonst helfen wir natürlich wieder, gerne wieder. Ja, jetzt gibt es eine gute Technologie und da kann man sich wirklich mit Schwierigkeit verlieren. Also. Sie waren nämlich die erste Geschichte in unserer Rubrik Grenzenlos im Norden. Und wir, meine Damen und Herren, suchen Zeitzeugen aus dieser Zeit, die ihre Geschichte erzählen wollen, die vielleicht auch noch Filmmaterial zu Hause haben, die diese Geschichten erzählen können, die Geschichten aus West- und Ostgeschichten, auch einer Trennung. Mehr Infos dazu unter ndr.de/grenzenlos im Norden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Applaus.